Wir hätten einen Sieg von Hergiswil erwarten und haben auch einen Sieg von Hergiswil zu sehen bekommen. Die Ringerriege gewinnt im Hinterländer Derby zu Willisau und zwar deutlicher als auch schon. Die Hergiswiler entscheidet den Match gerade mit 24 zu 13 für sich. Der Captain der RRH, der Raffi Kaufmann, war nach dem Match zufrieden gewesen. Ich denke, wir haben sicher eine kämpferische Leistung gezeigt. Wir konnten knappe Kämpfe auf unserer Seite entscheiden. Ich denke, bis auf Hodu Marco ist uns das meistens nur gelungen. Aber auch er hat einen riesen Fight hingelegt. Und ja, ich meine, am Schluss endlich ist das Quentin Glück. Der hätte es auch noch bei ihm können lernen, aber über die ganze Mannschaft gesehen, muss ich sagen, war eine solide Leistung und so kann es weitergehen. Die entscheidenden Duelle haben Hergiswiler also gewonnen. Sinnbildlich der Kampf zwischen Willisauer Jonas Bossert in Rot und dem Hergiswiler Akos Koriza in Blau. Der Koriza schnappt im Jonas Bossert in den letzten Sekunden des zweiten Drittels den 3-0-Sieg weg. Im dritten Drittel kehrte der Match sogar noch. 3 Punkte für Hergiswil, nur einen für Willisau. Es war nicht die einzige Begegnung des Derby, die die Hergiswiler nur knapp für sich entscheiden konnten. Insgesamt sieht das Resultat deutlicher aus, als der Kampf verlaufen ist. Die Willisauer haben im Favorit aus Hergiswil nämlich viel abverlangt. Der Willisauer am Schluss ein grosses Stück zur Überraschung gefällt. Das muss auch der Kilian Arecker eingestehen. Ja, wir haben gesehen oder gewusst, Hergiswil ist Favorit. Wir haben auch riskant aufgestellt, wie man in der ersten Halbzeit sieht. Ja, man sieht es dieses Jahr, wir haben uns schon ein bisschen gearbeitet in den gewissen Gewichtsklassen. Aber ich denke, so in einem, zwei Jahren sind wir voll dabei, wieder Finalanwärter. Anders sieht es bei den Hergiswiler aus. Das Ziel sind ganz klar der Meistertitel, sagt der Raffi Kaufmann. Wir haben natürlich den Meistertitel ganz klar als Ziel in der Saison. Wir wollen es endlich jetzt mal schaffen. Und ja, es war ein Schritt weiter gewesen. Wir versuchen möglichst viele Kämpfe zu gewinnen. Jetzt nächste Woche kommt Freihand. Es wird darüber entscheiden, ob wir in der Gruppenphase den ersten Platz werden erreichen oder eben nicht. Und darum, für uns gibt es nichts anderes als Vollgas, 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 weil geschenkt wird uns nichts.